Maler und Dichter, geboren 1886 in Pöchlarn an der Donau. Abitur in Wien und ab 1906 Stipendium an der Kunst- und Gewerbeschule und Mitarbeiter der Wiener Werkstätten. Ab 1910 Mitarbeiter an der Kunstzeitschrift Der Sturm in Berlin. 1915 Kriegsfreiwilliger und schwere Verwundung. Von 1919 bis 1924 Professur an der Dresdner Kunstakademie. Vertrag mit Paul Kassierer und ausgedehnte Reisen. Notjahre in Paris und Wien. 1934 Emigration nach Prag, Verfolgung als entarteter Künstler und Flucht nach England. 1946 Heimkehr nach Österreich. 1956 Orden pour le Mérite der Bundesrepublik, 61 Erasmuspreis. Lebt in seinem Haus in Villeneuve am Genfersee in der Schweiz. So geht's nicht. Man kann nicht mit Daten hantieren. Ich habe überhaupt kein Zeitbewusstsein. Ich weiß nur, dass um die Jahrhundertwende eine sehr stürmische geistige Bewegung war. Ich komme aus Wien, ne? Also in Österreich. Da war die Sezession gegründet und da war Jugendstil. Man hat plötzlich aus England, die Glasgow Boys und so weiter, hat man gehört, die Russell Deck hatte große Ausstellung gehabt. Aber ich war ein Schüler in der Kunstgewerbeschule und habe plötzlich darunter gelitten, dass dieser ganze Unterricht in einer langweiligen Weise tötet, was ich eigentlich mitgebracht habe. Ich wollte das Erlebnis. So habe ich mir von meinem Lehrer Zeschka, der hier in Hamburg auch später viele Jahre wunderbar gewirkt hat, von immer beten, dass ich allein arbeiten durfte, in einer Art Einzelkammer, mit Kindern, die ich mir gesucht habe von der Straße, das waren Akrobatenkinder, und machte mit ihnen Bewegungsstudien, blitzschnelle Beobachtung. Das habe ich von Japanern gelernt. Zur selben Zeit wusste ich aber, dass die Künstler plötzlich weg wollten aus dieser technischen Zivilisation, dieser Zivilisation entrinnen wollten. Sie haben genug gehabt davon. So ist der eine, Gauguin ist nach Tahiti gegangen, andere Leute haben nachgeforscht in alten Kulturen, in vergangenen Kulturen, Buschmänner, Kongo, Negerkunst, Inka. Plötzlich waren sie alle, wollten sie Fremde werden. Und Europa vergessen. Und da habe ich gedacht, das geht doch nicht. Man kann sich nicht assimilieren mit Dingen, wo man keine Wurzeln hat, mit Kulturen, wo man keine Wurzeln hat. Und da dachte ich, also ich fange an beim dort, wo ich zu Hause bin, Griechen. Griechen sind für mich immer gewesen die ersten für Europa, die den Menschen, das Individuum erfunden haben. Entdeckt haben. Schauen Sie andere Kulturen an, die ägyptische Kultur oder die südamerikanischen Kulturen oder was immer, wo immer Sie suchen. Das ist immer der Gott Mensch, das ist das ist nicht der Mensch, wie wir ihn kennen in Europa. Oder ist es der Krieger, ist auch kein, das ist nur ein Typus, aber nicht der Mensch, nicht das Individuum. Oder es ist der Unterdrückte, der Sklave. Das ist nicht Europa für mich. Jetzt habe ich nachgedacht, die Griechen, kommt plötzlich dieser göttliche Homer, ein Dichter, von dem man eigentlich gar nichts weiß, woher er kommt und wie das überliefert ist, was von ihm ist, was nicht von ihm ist. Jedenfalls, Homer hat plötzlich so gewirkt wie ein Wunder in dieser kleinen Ecke am Balkan in Griechenland und hat ein Volk geschaffen. Plötzlich wusste jeder, also das ist ungefähr 3000 Jahre her, plötzlich hat jeder in Griechenland gewusst, Mensch zu sein. Heute vergessen wir es wieder langsam, nicht wahr? Heute sind wir wieder Masse. Die haben also plötzlich von Homer. Und da habe ich geliebt, die Skulptur, griechischen Skulpturen, da habe ich also gesehen, bei jedem, jetzt wieder kürzlich in München, die Ägineten. Das sind Kämpfende, aber schauen Sie den einen an mit dem gebrochenen Auge, dann der andere, ein fallender Krieger, der den Schmerz verbeißt. Man sieht die Zähne, man sieht die Lippen. Das sind so merkwürdige Sachen, die nur ein Europäer schaffen konnte. Das haben wir alles Homer zu verdanken. Und deswegen habe ich gesagt, das ist uns. Man darf nicht so wie Beginn des 19. Jahrhunderts, man darf nicht die
griechische Kunst nur als Gipsnachahmung verstehen, nicht als Klassizismus, was die Franzosen so gerne haben. Nicht? Es ist nicht Klassizismus, sondern es ist die Entdeckung des Menschen, des Individuums. Und das habe ich gelernt. Und deswegen habe ich diese schnellen Studien als junger Bursch gemacht, vom Menschen, vom Kleinen angefangen. Ich habe keinen Malunterricht gehabt in der Kunstgewerbeschule. Es war eine technische Schule. Und mein Direktor, der wunderbare Theatermann Alfred Roller, der hat damals gesagt, wenn er meine Zeichnung gesehen hat von den Kindern, hat gesagt, sie müssen Assistent werden abends. Führen Sie einen Abendunterricht, einen Abendkurs. Das habe ich auch gemacht. Und dann war die erste Ausstellung auch in der Kunstschau, was ein sehr wichtiges Ereignis war für das österreichische geistige Leben. Da habe ich ein Zimmer bekommen mit Skulpturen, mit einem großen Fresko und mit diesen Zeichnungen. Und zur gleichen Zeit habe ich ein Stück aufgeführt, mein erstes Theaterstück, das heute in Amerika plötzlich wieder übersetzt wird und betrachtet ist voran als Pionierstück für diese heutige Bewegung UNESCO und Beck und so weiter. Aber damals war es ein ungeheurer Skandal. Und war es so auch, dass die Zeitungen begonnen haben, auf mich zu hetzen und mich zu verfolgen, bis schließlich Alfred Roller sagte, wir können Sie nicht halten in der Schule als Assistent, Sie müssen verzichten darf. Man kann nicht, man kann gegen diese Presse nicht ankämpfen. Gut, dann habe ich auch versucht, um irgendwie zu leben, Abendunterricht in einer Buchbinderschule, Gewerbeschule und so weiter. Dann kam die Wiener Werkstätte, die haben mich aufgenommen, da habe ich Ansichtskarten gezeichnet, die sehr hübsch waren. Erst musste ich versuchen, einzuschmuggeln, eine Geschichte, das war sehr wichtig. Die ganze Jugendstilbewegung damals war sehr merkwürdig, identisch mit unserer heutigen Zeit. Das Bild des Menschen war eigentlich verboten, es war tabu. Es waren Ranken, Ornamente und so weiter und so weiter, aber der Mensch durfte nicht vorkommen. Und mich hat aber immer nur der Mensch interessiert, von meinen Griechen her. Ne? Das habe ich also langsam schon in den Ansichtskarten eingeschmuggelt, Darstellung des Menschen. Und dann habe ich Bilder gemalt. Ich habe noch ich hab einen wunderbaren Freund gehabt, den möchte ich sagen, der Pionier der modernen Architektur, Adolf Loos. Der hat mich erzogen. Den habe ich eigentlich alles zu verdanken. Der hat gesagt, er hat mir eine Farm gekauft, du musst den Menschen malen, wie du sie siehst. Und ich habe also Freunde gehabt, der Karl Gauss, dieser wunderbare Satirist, dann Altenberg, dieser merkwürdig einsame Mensch, Lyriker, dann Schönberg, der erste moderne Musiker, und Anton von Webern, das waren meine Freunde, die habe ich alle gemalt, und Adolf Loos hat sich die Bilder gesammelt und hat versucht, sie irgendwo in der Welt in Museen anzubringen. Das war lange nicht möglich natürlich, aber ich habe gemalt. Dann hat er mich weggebracht aus Österreich, habe ich in die Schweiz gebracht. Schweiz, da war seine Frau, war eine Tänzerin, Barison, der hat sie, Barison Sisters gehört, Tänzerin, die krank war, lungenkrank, da hat sie in der Nähe, wo ich heute wohne, in Lesin, in einer Klinik, hat sie untergebracht gehabt, und da hat er mich auch also reingesteckt, ich habe dann, Geld haben wir beide nicht gehabt, weder Adolf Loos noch ich, da konnte ich also abends, habe ich ein Essen bekommen, vielleicht in dem Hotel, und in einer Mansarde gewohnt, habe ich alle Leute gemalt, die dort so langsam gestorben sind. Eine Herzogin, eine französische Herzogin und so weiter. Dann Forel, der in der Nähe gewohnt hat, der gar nichts wissen wollte davon. Und den ich abends im günstigen Licht malen durfte. Und diese Bilder wurden damals alle natürlich von Loos beschützt, sonst jetzt ja verloren, jetzt ja liegen gelassen. Niemand wollte sie kaufen. Heute sind sie alle in amerikanischen Museen. Ja, das war eine sehr merkwürdige Zeit. Aber ich habe immer wieder den Menschen gebraucht, den Menschen gesucht. Und jetzt bin ich erstaunt, dass wir heute wieder in derselben Zeit sind, wo der Mensch verboten ist. Und jetzt diese armen Kinder, die auch dieser technischen, die wie in einem Käfig in dieser technischen Zivilisation leben, wo die Maschine regiert, wo der Mensch nur mehr eine Nummer wird in der Statistik, wo der Mensch im Staat, der Mensch in der Gesellschaft überhaupt nicht mehr gilt, ein Zweck zu erfüllen hat, da revoltiert die Jugend, in Amerika besonders. Ne? Da haben sie jetzt aus diesem Abfall der technischen Zivilisation, aus dem Mülleimer, machen sie diese Pop-Art. Aber der Mensch ist noch immer nicht erkannt.
Und das ist immer wieder meine ewige Lehre. Geht zurück zum Menschen. Der Mensch, die menschliche Seele, da sind wir zu Hause. Die menschliche Seele ist so plastisch, die ist so entwicklungsfähig, die hat so viel ungeheuer Wunder in sich. Deswegen sage ich, man kann nicht aufhören, den Menschen zu studieren. Ich hatte eine sehr glückliche Jugend genossen. Meine Eltern waren wunderbare Menschen. Mein Vater war aus einer alten deutschen Patrizierfamilie, Goldschmiede. Ganz lange Vergangenheit. Und der hat mir Bücher gegeben, in meiner Kindheit. Das eine war eben die Odyssee und der Trojanische Krieg. Das war eine verkürzte Ausgabe. Und das andere war Comenius. Dieser Homer war natürlich für mich etwas. Ich habe nicht verstanden, was Krieg heißt, aber diese Leichen, diese Zerstörung, diese Brand, das hat mich so aufgeregt, dass ich damals in meiner Kindheit mit einem Freundin, Jugendfreundin, am Eisenhafen angebrannt habe, um diese Zerstörung zu sehen. Dann habe ich mich geschämt und von Comenius wieder was anderes gesehen. Comenius war plötzlich wie ein Lehrer, der mir zeigt, dass die Menschen, das menschliche Werk, das Menschenwerk, was der Mensch alles geschaffen hat, die ganze Welt, die Länder erst, dann die Tätigkeiten des Menschen und das Geistige im Menschen. Und das war in einem Buch, das merkwürdigerweise nie als Schulbuch benutzt worden ist, in einigen Sprachen mit Bildern. Erst die Bilder und dann das Wort dazu. In vier Sprachen war das. Und das hat mir den Blick zur Gesellschaft, zur Menschheit geöffnet, dass es so viele Rassen gibt, dass alle diese Menschen dasselbe wollen, dasselbe treiben, dass sie dasselbe lieben Handwerk, dass sie etwas tun, was schön sein kann, was sinnvoll sein kann. Also genau der Gegensatz von dem Kriegsbuch, von dem Trojanischen Krieg. Und da habe ich gedacht, ich möchte auch sein Buch machen. Natürlich wieder Adolf Loos hat mir gesagt, du schreibst jetzt einen Brief deiner Freundin. Ich habe damals ein Mädchen sehr geliebt, die sehr verehrt, sehr scheu natürlich. Und weil ich nicht gewagt habe, mit ihr zu sprechen, habe ich einen Brief schreiben wollen. Und ein Brief wird aber schnell verloren, wird zerrissen. Aber ein Buch bleibt, denn ich habe einen heiligen Respekt vor Büchern gehabt, nach diesen zwei Büchern, die ich bekommen hatte, bevor ich noch lesen konnte. So habe ich einen Brief geschrieben, ein Buch, eine Dichtung mit Bildern. Das ist mein erstes Buch, Die träumenden Knaben. Das habe ich mit 19 Jahren dann veröffentlicht. Sie hat das nie bekommen, weil wir dann aus irgendeinem Grund, ich habe sie nicht mehr erreichen können.